Santa Claus, nett, dich kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört. Kirobo, der erste humanoide Roboter im All, hat seine erste Mission auf der internationalen Raumstation ISS erfolgreich gemeistert. Er schaffte es, sich mit einem japanischen Besatzungsmitglied zu unterhalten. Konnichiwa. Statt vorprogrammierter Phrasen baut die kleine Figur sich seine Sätze aus einem Vokabular ad hoc zusammen. Das heißt, er verarbeitet Fragen und reagiert darauf mit eigenen Worten. Hast du dich schon an die Schwerelosigkeit gewöhnt? Ich habe mich daran gewöhnt. Überhaupt kein Problem. Die Unterhaltungen sind Teil einer Serie von Experimenten, mit denen die Kommunikationsfähigkeiten des Roboters getestet werden sollen. Kirobo wird noch bis Ende 2014 im All bleiben.